Hier unten macht der Naske jetzt nochmal Betrieb, hat kurz nach Backbord rübergeguckt und macht ein paar schnelle Dicke. Jetzt wehrt er sich noch einmal. Er will auf der Mittelbahn bleiben. Aber das ist jetzt wirklich nur noch Bahnpoker bei Stefan Krüger und bei Tim Ole Naske. Hat er vielleicht gedacht, er könnte ihn nochmal ärgern. Aber beide sind natürlich weiter im richtigen Halbfinale. Und oben auf der Bahn 1, da tut es jetzt auch Max Appel. Das passt, alles ist gut. Die anderen drei kommen in die Halbfinals um die Plätze 13 bis 24. Wir sehen Johannes Lotz ist im Ziel. Wir sehen gleich auch Steven Weiden aus Magdeburg und am Schluss des Feldes Dominik Drücke vom TVK aus Essen. Die nächsten sechs, die es versuchen.